Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es geht heute weiter mit der ultimativen Minecraft Base. Und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, das war noch nicht alles. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, okay, was fehlt denn noch? Wir haben ja jetzt im Prinzip 4 Seiten fertig. Aber was wir heute haben, wenn wir runtergehen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier geht es einfach noch eine Etage weiter runter. Das heißt, in der Mitte, wenn wir hier noch weiter runterfahren, zack, haben wir hier noch einen weiteren Raum. Und ja, den wollen wir heute zusammen bauen. Und das wird eine Grundlage für weitere Räume. Also, da kommt noch etwas auf uns zu. Genau, aber damit starten wir heute. Und dann würde ich sagen, eigentlich erstmal relativ simpel, sorry, immer noch krank. Das ist unglaublich. Wir fliegen einmal hier rüber. Und ne, so müsste das Ganze bei euch ja aussehen. So wie hier. Ne? Weil genau das haben wir bisher alles gemacht. Und ich glaube, der einfachste Weg, um jetzt einmal hier die Etage richtig auszuheben, ist es, wenn man diese Sachen erstmal beiseite räumt. Also dieses Fass und die Laterne. Ich nehme die gerade mal in die Hand, weil wir die später wieder drauf bauen. Aber wir reißen die erstmal ab. Außerdem, ja genau, und das machen wir erstmal hier in jeder Ecke. So, wir bauen die später wieder hin, ne? Aber jetzt gehen wir einmal hin und in jeder Ecke gehen wir einmal von hier 8 Blöcke runter. Heißt, jetzt überlege ich gerade, im Survival ist das gar nicht mal so schlau, ne? Weil man da gar nicht mehr hochkommt. Wobei, also es geht darum, sozusagen erstmal die Ecken zu markieren. Das dachte ich, ist am einfachsten. Und danach den ganzen Raum dazwischen auszuheben. Das heißt, wenn wir hier wirklich 8 runter gehen, oder man kann auch sagen, man geht einmal 8 runter und dann geht man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke in jede Richtung. Das geht auch. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann 6 in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 in die Richtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann von hier nochmal 6 in die Richtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird jetzt gerade ein bisschen dunkel. Und hier auch nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. Und der 6., den haben wir schon ausgehoben. Genau, dann kann man den ganzen Bereich hier zwischen auch einmal ausheben. Ich mache das gerade mal schnell mit der Axt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und wir haben schon wieder Diamanten. Das ist krass in dieser Welt, ne? Genau, das hier einmal. Und dann das Ganze einmal bis hier oben hin. Also bis unter dem Quarz. Also bis hier hin. Ups. Ich markiere das gerade einmal für mich. So, wird der ganze Bereich einmal ausgehoben. Okay, jetzt fließt das Wasser auch schon mal runter. Das ist nicht so cool. Beziehungsweise, aber es ist auch gar nicht schlimm, weil jetzt nehmen wir uns nämlich einfach Treppen, und zwar Birkenholztreppen, und dämmen das Wasser einmal ein. Das heißt, in der Mitte, da wo das Wasser hinkommt, setzen wir auf jeder Seite einmal eine Treppe hin. Hier und noch einmal hier. Und dann ist das Wasser auch schon wieder abgefangen, ne? Okay, und wenn wir das haben, dann brauchen wir wieder entrindetes Holz, also das, was wir hier oben auch hatten. Setzen dann hier seitlich in jede Richtung einmal das hin. So. Dann nehmen wir uns Werkbänke. Platzieren die jetzt einmal hier in jede Ecke hin. So. Dann brauchen wir Glasblöcke, die wir auch hier oben haben. Also ganz normale Glasblöcke, ziehen die hier einmal um diese Werkbänke herum, also immer 3 Stück auf jeder Ecke, so, und dann nehmen wir uns Quarzblöcke und füllen den Rest hier einmal auf, im Boden, ne, einmal so und so. Okay, genau, wenn wir das haben, sorry für das Schnupfen zwischendurch, genau, aber wenn wir das haben, dann
müssen wir als nächstes einmal, jetzt muss ich gerade gucken, in jede Seite nochmal ein komplettes, also die ganze Wand rausheben. Das heißt, hier die ganze Wand, hier eine ganze Wand, aber sozusagen von hier bis hierhin, ne? Dass das einmal so weiter reingeht, dann aber von hier bis hierhin. So, ich zeige euch das gleich nochmal. Von hier bis hierhin. Immer bis dahin, wo der Boden ist, ne? Und von hier bis hierhin. Also, dass in den Ecken jeweils so ein Block immer noch frei bleibt. Genau, weil jetzt brauchen wir einmal Quarzblöcke und ziehen hier Quarzblöcke von oben bis unten hin. Hier auch. Hier auch. Und das machen wir in jeder Ecke so. Das heißt, hier nochmal dran, hier eine Schicht Quarz. Und dann die letzte Ecke einmal hier und hier. Dass das Ganze so aussieht. Und außerdem kommen jetzt nochmal oben eine Schicht, eine zweite und eine dritte Schicht hin. Und zwar überall. Ne, eins und zwei nur. So, zwei Schichten. Und hier auch dann, ne? Einmal hier zwei, zack, 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 überall dran. Hier zwei Stück überall dran. Zack, zack. Hier auch nochmal. So. Und das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Was wir jetzt machen, ist, sorry, erstmal oben hingehen und das Ganze nochmal reparieren. Heißt, genau hier überall in den Ecken, wenn wir was rausgerissen haben, Quarz wieder nachsetzen. Dann einmal die Fässer hinstellen, ne? Die haben wir ja weggenommen. Die kommen da wieder hin, vier Stück. Und dann nochmal die Laternen da drauf, ne? So, so und so. Dann haben wir das wieder repariert. So, dann gehen wir erstmal wieder nach unten und ziehen hier in den Ecken genauso auch. Einmal, was wir oben gemacht haben, jetzt auch hier wieder Fässer hin. Zack, zack, vier Stück. Und Laternen oben drauf, ne? Hier und hier. Und außerdem kommen hier oben in der Mitte auch noch mal vier Laternen hin, so um dieses Wasser herum, dass wir dann noch mal so ein bisschen Licht haben. Genau, was wir jetzt noch machen, ist hier hinten, wo wir den Steinboden haben, den reißen wir raus und setzen quer einmal Birkenholz, entrindetes Birkenholz hier hin. Das machen wir auch überall auf jeder Seite. Heißt hier noch mal. So, da war einer zu viel weg, aber ist egal. So, hier nochmal hin und hier nochmal hin. Und dabei belassen wir es erstmal in dieser Folge. Damit haben wir den Abstieg. Wir haben die Eingänge für die nächsten Räume, was auch immer da hinkommt. Seid gespannt. Das Einzige, was ich jetzt gerade merke, die Laternen haben wir unten falsch gesetzt. Die kommen nicht hier seitlich hin, sondern die kommen in die Ecken hin. So. Also die kommen hier hin. Hier, hier und hier einmal. Genau, so. Sozusagen genau wie hier oben, ne? Okay, sehr cool. Ja, Leute, dann das war's mit dieser Folge. Es ist jetzt erstmal nicht so viel thematisch passiert, sondern wir haben ein bisschen jetzt vorbereitet für die nächsten Folgen. Aber es ist halt wichtig, ne, weil wir daran jetzt anknüpfen können bei den nächsten Malen. Und ja, Leute, seid mal gespannt, wie es weitergeht. Also es gibt noch einige Dinge, die dazukommen und auch richtig coole Sachen. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.